9.40 Uhr, Unterkünfte der Royal Navy, außerhalb dieser. Alles klar. Es befindet sich auf dem Weg. Es ist besser für mich, aufs Ganze zu gehen, indem ich die Dinge selber in die Hand nehme. Dadurch wird das Ganze etwas beschleunigt. 9.42 Uhr, Eisenblutunterkünfte. Hey, hast du etwas gehört? Jo, sind das etwa Propellergeräusche? Das ist eine etwas ungewöhnliche Uhrzeit, eine Gefechtsbombe zu haben. Da! Eine Bombardierung! Ein Überfall der Sirenen! Es ist schlimm! Es hat Hirbitzstube erwischt! Was? Sofort dem Kommandanten Bescheid geben! Der nichts zu tun hat, sichert die Umgebung! Das ist verdammt viel Rauch! Sind die anderen wohl auf? Schon, aber wir konnten noch nicht Tibbits erreichen. Es hilft alles nichts. Jemand soll ja einen Feuerlöscher bringen. Tibbits, ich komme ein. Es ist alles in Ordnung. Dir geht es gut. Du bist in Sicherheit? Den Imperator sagt... Wie tragisch. Oh nein, ich kann sie kaum noch wiedererkennen. Sie ist total entstellt und sieht aus wie ein Monster. Schnell, bring dir einen Sack für den Kopf, damit der Kommandant das nicht sehen muss und sein Herz zerbricht. Oh, hahaha, du bist ja so witzig. Leck mich heulen! Wer zur Hölle hat solch einen Groll gegen dich, dass er so etwas tun würde? Verzapf keinen Schmarrn. Der Grund für diese Explosion ist keine große Sache. Daran liegt's. Ein Brief? So ist so. Victorius hat mir diesen gerade geschickt. Mit einem Bomber? Mit einem Bomber. Der darauf folgende Tag. 10 Uhr morgens. Auditorium der Akademie. Spezialraum. Sind beide der Ankläger und der Verteidiger bereit? Ja, euer Ehren. Alles klar. Also dann. Die Verhandlung im Fall des Angriffs auf die Eisenblutunterkunft wird hiermit... Ja, hier, ans Bereichtwoch. Lady Victoris, noch haben Sie nicht das Wort. Aber warum reden wir von einem Angriff? Das war eine einfache Korrespondenz. Eine Korrespondenz? Genau, eine Korrespondenz. Das war alles Tirpitz Schuld. Ich habe sie eingeladen, um mit mir abzuhängen. Aber sie kapselt sich immer wieder in ihrem Raum ab. Sie hat niemals Spaß oder macht Blödsinn und sie redet noch nicht einmal mit mir. Wie man sehen kann, bin ich unschuldig bei all dem. Und es ist nicht meine Schuld, dass sie so ein Verzeihung. Ich habe sie zum Schweigen gebracht. Bitte fahren Sie fort mit dem, was Sie sagten. Ja. Allerdings als Anwältin des Beschuldigten unterbinden Sie bitte jegliche Form von Gewalt für den Rest des Prozesses. Wohlan denn? Unerwarteterweise ist der Ablauf des Vorfalls bereits bekannt. Ich verlese nun erneut die Anklage des Klägers. Am Tage des Vorfalles erschien eine Blackburn Skua und warf einen Brief mitsamt eines 500 Pfund schweren Sprintkörpers in das Gemach von der Dame Tirpitz ab. Die Räumlichkeit wurde teilweise zerstört und Teile der Unterkunft wurden somit unbrauchbar. Außerdem verursachte dies eine schwere Verletzung an der Außenseite ihres Kopfes? Euer Ehren? Lese ich das richtig? Stimmt das so? Nun, ich verstehe, wie Sie sich fühlen, aber... Das ist genau das, was geschehen ist, euer Ehren. Genau das hat eine Untersuchung von unserer Seite aus ergeben. Es gibt keine Unstimmigkeiten. Victorios entfesselte eine brutale einseitige Attacke gegen eine unbewaffnete Tirpitz. Ich muss anmerken, dass dies eine feige Handlung war. Ungeachtet dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist, hat sie die Unterkunft eines Verbündeten beschädigt, mit dem sie gemeinsam an Einsätzen beteiligt ist. Ich vermute, sie hat dies getan, da ihr Kopf nicht genügend Nährstoffe bekommt. Weil diese in andere Regionen ihres Körpers wandern, womit sie den Intelligenzquotient eines gewissen Flugzeugträgers aus der Ignion besitzt. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen! Ey, Bill, lass mich los! Auf jeden Fall hat die Beschuldigte bereits ein umfassendes Geständnis abgelegt. Da das Verbrechen offensichtlich ist, verlangen wir Deutschland. Ich meinte, wir aus Eisenblut nichts Geringeres als eine harte Bestrafung. Das sollte selbstverständlich sein. Ah, sind die Anschuldigungen des Klägers der Strafverteidigung bekannt? Jawohl. Nach der Beschwerde von Eisenblut haben wir von unserer Seite aus eine Untersuchung angeleitet. Ich kann die dargelegten Fakten bestätigen. Wunderbare Arbeit, Herr Field. Mach sie fertig. Verstehe. Also, was hat die Strafverteidigung zu sagen? Wir glauben das. Um es ganz offen zu sagen, sind wir uns absolut sicher, dass Fräulein Victorios schuldig ist. Ernsthaft?
Solltet ihr Mädchen nicht meine Anwälte sein? Ihr schließt euch Eisenblut an. Was ist mit der Gloria der Royalen Ivy? Auf Anweisung der Königin. Das wird ihr eine Lehre sein. Dies waren genau die Worte, die sie mir mitteilte. Majestät! Was soll das? Tippitz war immer ein Mauerblümchen, deshalb war ich besorgt. Es ist euer Seele schuld, Idiot! Trottel! Bitte beruhigen Sie sich, Lady Victorious. Solch fehlplatzierter Zorn. Es scheint wirklich so, als ob die Nährstoffe hauptsächlich in den Titten als in den Nischel reinwandern. Ihr seid sauer! Ich bin richtig pissig! Hey, komm her und hilf mir, die Scheiße aus dem Haus zu prügeln! Perfekt! Scheint, als ob wir das gleiche dachten. Prinz, komm angetanzt und hilf mir. お断りします。ご主人様。 Kein Bock für. Tirpitz, hast du etwa gerade? Alle Mann Ruhe! Ich werde nun das Urteil des Gerichtes verkünden zu diesem Fall. Die Royal Navy wird die Verantwortung für die Reparaturen an der beschädigten Eisenblutunterkunft übernehmen. Und Lady Tirpitz. Ja? Ich glaube, Sie möchten Fräulein Victorious etwas mitteilen. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür, nicht wahr? Tirpitz, von nun an werde ich... Höre dir das an, Schwester. Tirpitz ist wirklich niedlich. Sie sagte von heute an bin ich bereit zu antworten. Also habe ich ihr gestern eine Einladung geschickt. Sie sagte, okay. Wir hängen morgen zusammen ab. Medic! Medic! Notiz an alle. Das Verwenden von Waffensystemen, um Briefe auszutauschen, ist hiermit untersagt. Ende.